Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Bei unseren Recherchen fanden wir fünf weitere Fakten rund um das Schlachtschiff Bismarck, die kaum jemand kennt. Fakt 1: Die Landratten denken im Allgemeinen, dass große Schiffe auch riesengroße Steuerräder besitzen. Das mag in der Zeit der Segelschiffe zugetroffen haben. Doch bei den deutschen Großkampfschiffen des Zweiten Weltkrieges steuerte der Rudergänger mit Hilfe einer Knopfsteuerung. Das war ein nicht allzu großer rechteckiger Kasten mit einem Griff daran. Fiel allerdings die moderne Ruderanlage bei dem Schlachtschiff Bismarck beispielsweise durch einen Treffer aus, da musste das große Schiff mit einem Handruder gesteuert werden. Dafür waren 32 Mann notwendig. Die Höchstgeschwindigkeit betrug da nur noch 20 Knoten statt der maschinell möglichen 30 Knoten. Die Handruderräume befanden sich im oberen Plattformdeck der Abteilung 2 und wurden im Notfall von den Besatzungen der beiden achteren 15 cm Geschütztürmen besetzt und bedient. Fakt 2: Hans Hansen war Gefechtsrudergänger an Bord des Schlachtschiffes Bismarck. Am Abend des 24. Mai 1941, als 9 Swordfish-Torpedoflugzeuge des Trägers HMS Victorious sein Schiff angegriffen haben. Er steuerte Bismarck von der Friedenssteuerstelle, also von der offenen Brücke aus. Von dort hatte er einen geringen Überblick nach vorn und nach beiden Seiten. Hansen kann die Laufbahnen der Flugzeugtorpedos sehen, die von den britischen Maschinen trotz des rasenden Abwehrfeuers der Bismarck ins Wasser geworfen werden. Es wird behauptet, dass Hansen zuletzt mit den rasch folgenden Befehlen des Gefechtswachoffiziers nicht mehr klarkam und dass er schließlich auf kein Kommando hörte und das Schiff nach Eigenbeobachtungen gesteuert haben soll. Das ist bei dem herrschenden starken Gefechtslärm, hervorgerufen durch den Abschussknall aller Kaliber, auch die schweren 38 cm Geschütze wurden eingesetzt, durchaus möglich. Hansen war auf alle Fälle ein ganzer Kerl am Ruder, ein Seemann, der nicht durchdrehte und der immer versuchte, dem letzten Befehl nachzukommen. Später wurde er von Admiral Lütjens mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse für seine geistesgegenwärtigen Rudermanöver, mit denen Bismarck den auf sie zusteuernden Blasenbahnen ausgewichen ist, ausgezeichnet. Einen Torpedotreffer von den Flugzeugen der Victorious erhielt Bismarck allerdings gegen Ende doch noch, bei dem der in der Nähe Flak-Munition mahnende Oberbootsmann Kurt Kirschberg gefallen ist. Der Luftdruck der Detonation schleuderte ihn gegen das Flugzeugkatapult. Er war sofort tot, der erste Gefallene an Bord. Etwa ein halbes Dutzend weitere Besatzungsmitglieder erlitten Knochenbrüche. Den Gefechtslärm des Islandgefechtes, also den Kampf des Schlachtschiffes Bismarck und des schweren Kreuzers Prinz Eugen am Morgen des 24. Mai 1941 gegen HMS Hood und HMS Prince of Wales hat man bis in die isländische Hauptstadt Reykjavik gehört. Bestätigt wird dies durch den ranghöchsten Überlebenden des Schlachtschiffes Bismarck, dem damaligen vierten Artillerieoffizier, dem Freiherrn von Müllenheim-Rechberg. Er nahm 1953 an einem Gala-Diner des isländischen Staatspräsidenten als Geschäftsträger der Bundesrepublik Deutschland teil. Der ebenfalls anwesende isländische Außenminister Bjarni Benediktsson sagte ihm, dass er den Gefechtslärm seinerzeit deutlich in Reykjavik gehört habe. Du sprichst vom Abschied für kurze Zeit und bist schon morgen von mir so Am weit. Sonntag, dem 25. Mai 1941, befand sich das deutsche Schlachtschiff Bismarck nach der Versenkung der HMS Hood weiterhin auf Feindfahrt im Nordatlantik. Beim abendlichen Wunschkonzert für die Wehrmacht richtete der Moderator Heinz Gödecke einen Aufruf an das Schiff.
komm zurück. Danach erklang das vertraute Lied, gesungen von Rudi Schurecke, über den Äther. Es war das letzte planmäßige Wunschkonzert für die Wehrmacht. Die Melodie kennen wir aus dem Film Das Boot. Im Original heißt der Titel J'attendrai, ich warte, gesungen von Rina Ketty. Fakt 5. Stimmt es, dass am Dienstag, den 27. Mai 1941 auf dem Schlachtschiff Bismarck zwei Offiziere im Admiralsrang gefallen sind? Bismarck war Flottenflaggschiff und wir wissen, dass der Flottenchef Admiral Günther Lütjens den Untergang nicht überlebt hat. Zeugen für seinen Tod gibt es nicht. Der ranghöchste Überlebende, der Freiherr von Müllenheim-Rechberg, geht davon aus, dass Lütjens auf seiner Gefechtsstation gefallen ist. Lütjens ist damit der ranghöchste an der Front gefallene Offizier der Kriegsmarine. So, was allerdings die wenigsten wissen, ist, dass der Flottenarzt, das entspricht dem Dienstgrad eines Kapitäns zur See, Dr. Med. Hans Relle Friege, ebenfalls am 27. Mai 1941 an Bord des Schlachtschiffes Bismarck gefallen ist. Er war Mitglied des Flottenstabes. Und dieser Flottenarzt, Dr. Riege, wurde am 1. November 1941 posthum zum Admiralarzt, das entspricht einem Konteradmiral, ernannt. Für die Experten, die es ganz genau wissen wollen, die Ernennung erfolgte mit einem Rangdienstalter vom 1. Mai 1941. Jo, das waren noch einmal 5 Fakten zum Schlachtschiff Bismarck, die nicht jeder kennt. Wir sagen Danke, Tschüss und Servus, bis zum nächsten Mal, euer Marinekalender.